Resident Evil 5. Kommen die eigentlich her, die Dicker? Aus der Ruine da unten raus, aus den Löchern, die da. Ja, aber wo kommen die her, wenn die hier zu mir kommen? Die springen von mir oben hier runter. Zu okay. dir runter. Wow, du bist tot? Bist du tot? Nein, ja, ich lebe noch. Nein, ich meine den Licker. Achso. Ist da noch einer? Nee, ich glaube, wir haben die Gefahr gebannt, oder? Ja, ich glaube, das war es soweit. Dann hoffen wir es mal. So, wir haben hier ein Löwenherz. Ja, komm, heb doch das Geld auf und leck nicht so rum. Dankeschön. Zwei Löwenherzen. Und da sehe ich ein drittes Löwenherz. Juhu. Das gibt eine Stange Geld wieder. So, ich schieb da mal eine. Auf was schießt du? Über der Tür? Über den Bogen da? Was Chris für Geräusch macht? Also, ne. So ein Geräusch hat er bei mir noch nie gemacht. Ja, okay, Chris ist gut. Hast du das alles? Ja, da liegt ein Kraut übrigens da oben. Ich weiß, aber ich hole mir das Silverspray, was da unten im Schrank ist. Und trotzdem endlich geschafft. Oh, so. Da müsst ihr eigentlich auch Magnum-Munition rumlegen. Müsste. Och man, Leute, die schreiben andauernd, die wollen mich andauernd nerven, weil ich in meinen Kommentaren geschrieben habe, Aufnahme. Leute, ich nehme nicht auf. Mein Gott. Die verstehen es einfach nicht. So, da ist noch ein goldener. Ja, ich lasse dich jetzt nicht rein. So, und da müsste eigentlich Magnum-Munition drin liegen, ist aber keine. Du hast so. Kraut mitgenommen? Nein, aber ich habe das Spray. Dann lass mich mitnehmen, das Kraut. Ups, nicht die Sniper fallen lassen, Chris, nein. Mach mal auf! Ist doch schon offen! Nein! Doch! Okay, jetzt ist auf erst. Ich geh schon mal zur Tür. Mach das mal. Und du weil das Kraut. Hast du kein Kraut mehr? Nein. Fehlt eins, okay. Du musst es ja zwischendurch mal geheilt werden. Ja, ich musste dich aber auch am Anfang dieser Mission heilen. Ja, gut. Nee, nicht mehr. Das brauche ich. Nee, das nehme ich erstmal. Ja, ich nehme einfach das Maschinengewehr. Macht nicht so viel Schaden. Aber man. Am besten ist, wenn wir gleich zur Tür rennen. Mhm. Und dann. Nur einer muss ich dann irgendwie vorbeischummeln. Das habe ich immer mit einem Freund versucht. Mein Freund ist immer draufgegangen. Dann sofort hoch. Sofort hoch. Das ist eigentlich ganz gut drauf. Ich würde sagen, ich gehe an die Tür ran, weil dann musst du dich dran vorbeischummeln und du bist da rein. Doch, ich kann das ganz gut drauf vorbeischummeln an dem. Ah, ich hasse die Frau, ey. Jill? Maybe I tell you. Maybe I won't. Batman! Das ist Batman! Cool! Ich mag Batman voll. Okay, jetzt nicht. Batman ist. Jetzt hat sich die Maske verloren. Batman wurde enttarnt. Das ist Bruce Wayne. Boah, Batman in hochhackigen Schuhen, ey, das gibt's ja nicht. Unglaublich. Batman ist schwul. Mr. Albert Wesker. Ah, die Brille ist cool. Ja, er lebt. We last met at the Spencer Estate, wasn't it? Well, isn't this one big family reunion? Alter, nein. You have to see us. Us. Ja, okay, das Us wusste ich jetzt auch. So, get on. Oh, was mach? Jill. Ja, Chris, bleib jetzt unter Vernunft, mach jetzt nichts Dummes. Jill. Ich sage, wir versuchen mal Wesker außer Gefecht zu setzen. Also so richtig in auf die 12. Named only. Wie sie leicht umlebt. Zwei Maschinengewehre an den Beinen, Alter.
Ich wünsche, das gibt es bei der Bonusmission. Auch wenn es nur die VZ61 ist. Ja, egal, als Akimbo ist hier auch gut. Also, du weißt, was ich mit Akimbo meine, oder? Nein. Bei Call of Duty Modern Warfare 3 heißt halt, wenn du zwei Pistolen zum Beispiel hast, heißt es zum Beispiel jetzt P99 Akimbo, weil du zwei davon in den Händen hast. Okay. Once and for all. I think the answer's fair. 2-on-2. Right, Jill. Also ganz ehrlich, ich finde die Jill in diesem Anzug richtig Hammer. Ich will rein. Oh, watch out! Warte, mich auf, ey, lass mich stehen. Jetzt kriegst du ihn drauf, ne? Du fliegst auch durch die Tür. Nein. Oh, ich flieg durch die, jawohl, du musst dich durchschummeln. Naja! Ich stand verkehrt rum, deswegen. So, und genau deswegen habe ich dieses Campen hier 35 Mal machen müssen. Ich stand nur verkehrt rum, das war mein Problem, dass ich verkehrt rumstand. Wenn ich richtig rumstehe, schaffe ich das normalerweise. Warte mal, raus mit der Blindgranate und her mit dem Spray. Brauchst du irgendwas? Nee, ich nehme nur die Blindgranate mit und nur ein paar Sprays oder so. Brauchst du Blendgranaten? Ich hab noch welche. Ne, ich hab 12 Stück drin, das dürfte eigentlich reichen. Ich hab das drin. Oh Gott, ich seh's. Komm. Ganz großes Kino. Let's fail together, Resident Evil 5. Oh Gott, ich geh. Gott. Warte, ich komm auch. Ich will mit. So, Wesker, wir warten. Wir chillen. Werden wir jetzt echt beide reingebombt? Ich glaube, es wird nur einer reingebombt. Ja, nur du immer. Ja, nur ich. Ja, und du läufst nämlich schon weg und er geht auf dich los. Ach, gut. Nach hinten und dann einfach zur Seite. Zeigen wir die Waffe oder nicht? Ja, die Wand und dann sofort der Raketenwerfer drauf. Hier soll ich gegen die Wand mit Raketenwerfer? Ja. Dann einfach schießen, wenn er kommt. Außer Jill ist dabei. Dann ja. Natürlich lieber nicht. Guck du mal in die andere Richtung. Da kommt natürlich Jill nur hoch. Die Jill steht jetzt da vorne. Okay. Dann guck ich hier an die Wand, ob da Wesker kommt. Ja, Jill steht da rum und macht nichts. Da kommt Wesker bei mir auch noch hoch. Ach super. Da stehen jetzt Jill und Wesker. Die stehen jetzt nebeneinander da vorne. Und jetzt kommt, jetzt dreht Jill um und geht und stellt sich hinter Wesker. Super. Ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Okay, Jill bleibt da vorne stehen. Aber nicht, dass ich jetzt schieße und ich treffe Jill. Soll ich probieren? Schieß. Er kommt. Boah, ey, die Rakete. Oh, nein, Jill, du blöde Kuh. Boah, da ist Wesker ganz K.O. Okay, der hat keinen Bock mehr. Nein! Der haut ab. Boah, das klappt ja echt. Ja, der haut ab. Hat der schon keinen Bock mehr auf uns? Ja, der haut ab. Cool, geil. Und jetzt müssen wir auch den Schatz kriegen, oder? Ja. Geil, ey, cool. Krass. More of the challenge after all this time, Chris. How disappointing. Yes. Ja, das Yes wusste ich jetzt auch nicht, aber... Go. Da war ja noch eine. Reagiert, ja. Da war ja noch eine, ne? So, machen wir so, du hältst fest, ich schieß, oder wie machen wir's? Ich schieß. Du hältst fest. Okay. Ich muss ja dann immer nur ausweichen, aber ja. Boah, das sollte schon irgendwie klappen. Ich darf sie andauernd anreden, wieso? Lass den müssen. Nice move, Chris. Now your partner has arrived. I leave you two to catch up. Catch up. Remarkable! Hey! Mandible, but futile! Have fun watching Jill suffering. What did you do to her? Das sagte auch Leon S. Kennedy zu Settler, wo sie. Ja. Genau an, in der Kirche, wo sie. What did you do to her? What did you do to her? Das Ding auf ihre Brust achten. Sollen wir erst die Waffen holen?
Ja, zumindest zeigen. Ja, gut. Vor allem die Schätze, die dabei sind. Ja, Jill, lass mich doch in Ruhe leben, ey. Ich glaube, das war jetzt nicht so gut, dass wir hier runtergehen zu ihr, weil die nimmt jetzt ihre Maschinengewehre. Das Tor ist zugefallen! Wir können da nicht mehr rein. Werfen! Na gut, egal. Guck mal an die Tür ist zu, wir kommen nicht mehr rein. Ja gut, trotzdem. Können wir mindestens das Herz Afrikas mitnehmen. Ach cool, das ist hart. Wo ist sie denn? Da oben, okay. Ich nehme mal das Maschinengewehr, damit kann ich ja nicht so viel Schaden anrichten. Ja, steck deine Maschinengewehre wieder weg, Mädel. Ich versuch. Bamsen! Willst du doch ihre Brust klettern und ihres abreißen? Wenn wir es überhaupt so weit kommen. Jetzt mach bitte. Oha, wie nah gehst du ran, um zu zielen? Alter. Denk dran, sie kann auch verrecken. 7-mal mit dem Magnum in Ding, dann war's das für die. Aber nicht mit dieser Magnum, mit der Magnum dauert es nicht so lang. Doch, mit der Magnum. Genau mit der Magnum. Okay. Der hat jetzt 2. Ach ja, ich schmeiß eine Frau über die Schulter, du. Ja. Macht sie aber, Chris. Ich geh nachher wieder mit dem Krampf im Finger. Vor allem, wie Trevor sie wirft. Okay, oh Gott, ich glaube, das war keine gute Idee, weil das Ausweichen, wenn die mich einmal tritt, bin ich nämlich hops. Ja. Ich glaube, das war jetzt nicht so gut. Nein! Ich sag's doch. Ich hab gar keine Ausweich zum Heilen. Kannst du auch gar nicht. Bei dem Tritt kannst du das auch gar nicht. Scheiße. Also einmal getreten, du bist. Ja, fertig halt. Okay. Bei dem Treten kannst du es vergessen. Nein, nicht weiter. Noch einmal. Wie viel gibt denn das Herz Afrikas? Warte mal. Ach, das haben wir jetzt noch gar nicht aufgenommen. Nee. 53.000 haben wir jetzt. Müsste es eigentlich 8 bis 10.000 geben, bin sicher. Das Herz Afrikas ist genauso wertvoll wie vergammeltes Ei. Ey, nein. Wenn man sich das mal so anhört, ey. Was kann ich. Ich könnte eigentlich auch mit der Sniper drauf schießen. Okay, das macht aber nicht so viel Schaden. Das macht deutlich weniger Schaden. Ich spüre meine Ohren schon wieder Schmerzen. Dann probieren wir es halt ohne, dass du halt auf ihr dann. Naja, das machst, wenn dann du oder gar nicht. Er ist 7-mal drauf, das haben wir ausprobiert. Ich versuche sie mal immer anzureden. Bringt das Anreden eigentlich irgendwas? Ja, dann manchmal bringt das was. Ich habe jetzt. Ja, vielen Dank, ich bin blind, ich sehe nichts. Wo bin ich denn? Die ist er. Ich sehe nichts. Du hast doch auf der Karte stehen. Was? Das ist doch auf der Karte. Ja, toll, Karte. Warte mal, ich hole mittlerweile mal den Schatz. Werf du sie mal. Ich habe jetzt mal das Herz geholt. Jill, bleib liegen, ich will dir nicht wehtun. Und wenn sie auf dem Boden liegt, nicht drauf schießen, weil sonst geht sie drauf. Bitte schieß, bevor sie mich abwehren will. Oh. Okay. Das war die 1. Man kann nicht drauf, okay. Ich gehe auch nicht mehr drauf, weil sonst krieg ich einen Ruck. Nein! Das war nicht gut! Oh Gott! Bist du still da hinten? Was? Wer ist still da hinten? Chill. Das war die Nummer 2. Okay. Man kann drauf. Ja, soll es aber lassen. Soll es schon aber lassen. Gemütlich auf dem Boden, gell? Du hast Stolz. Sagst du gerade da wie so eine Schlampe? Nee, sorry, aber das muss ich jetzt mal so sagen. Wieso habe ich es jetzt nicht geworfen? Ich depp. Komm schon. Ah, mein Finger. Nummer 3. Ja. Toll. Wie gesagt, 7-mal. Man kann es abreißen, wenn man es will, aber ich will es nicht. Ja, 7-mal muss es sowieso machen, das ist egal wie. Jetzt schieß ich, guck weg. Die guckt sich dann um sich und dann kann man sie werfen. So, abreißen. Oder ich kann es mal probieren. Nein, lass es. Ich kann aber auf sie zielen. Der Laserpointer geht nicht durch. Trotzdem, das ist aber zu gefährlich. Okay.
Der war gut. Ja, jetzt hat's keinen Bock mehr. Bist du blind? Ja, treten lassen sollte man sich nicht, weil sonst kriegt man auch instant einen drauf. I don't wanna hurt you. Ja, ich will auch nicht verletzen. Nein! Ich probiere das Kampf. Habe ich jetzt getroffen oder hat's, ja, hat sie einfach hat sie getroffen. Ja, was war das jetzt? Das dritte, vierte Mal? Ja, das ist das vierte Mal jetzt vierte gewesen. Mal gewesen. Okay, noch dreimal. Dann haben wir es. Ich würde sagen, du schießt, weil einmal Schuss daneben mit dieser Magnum und sie ist tot. Ja, ja. Auch, oh, auch mit der anderen Magnum. Boah. So leicht nicht, Mädel. Stirb. Die kommt runter. Ja, gut. Jetzt habe ich mich an der Karte orientiert, ey. So, okay, okay, okay. Chill, what are you doing? Mein Finger tut weh. Goddammit. Würdest du heute noch schießen? Ganz schön. Ja, warte, soll ich mich heilen oder? Ja, ja, halt dich mal, halt dich mal. Ein Schlag bin ich sowieso tot. Geh mal da weiter weg, damit ich mich nicht blendet. Das müsste jetzt das letzte Mal sein, oder? Nee, noch zweimal jetzt. Noch zweimal, okay. Mhm. Schieß. Oh, ah! Oh, pass auf. Ja, 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 ja. Bist du blind? Haha, du bist doch blöd! Ja, komm, mach deine Beine zusammen, Mädel. Nein! Lass mich auf! Gott, nein! Das ist jetzt nein! 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 Sorry. Die sollten für den Granatenwerfer vielleicht nur so Heilgranaten erfinden. Mhm. Ja. Kann man sie eigentlich einfrieren? Nee. Ich nehme jetzt auch mal einen Granatenwerfer mit, nur falls deine leer gehen sollten. Habe ich Granaten? Komm mal. Schade. Ja, gut. Okay. Und Spray. Wir dürfen nur das Herz Afrikas nicht vergessen, weil sonst. Ja, gut. Yes! So, yes! Wie die vor, wie die mich angefault. Nein. Bamsen! Blöde Kuh, ey! Okay, okay, ganz gut. Schulterwurf, ey. Stell dir vor, irgendwann reißt sie so die. Irgendwann reißt sie so den Arm ab, ey. Die ist auch voll blind, ey. Die guckt nur um sich, als ob sie blind ist. Ich kann sie irgendwann nicht anfassen, komischerweise. Was? Uah, weg davon, weg davon. Den Move müsst ihr aufpassen. Das ist auch ja, instant. Ja. Uah, hallo? Weil der Move dann packt, im Sprung packt sie dich dann an den Beinen und schmeißt dich weg. Genau. Ja, den Move habe ich mit dem Move habe ich schon mal Bekanntschaft gemacht. Hast du das Herz? Ja, ja, ich hab's. Glaube ich. Kannst du anreden? Nein, nein! Komm her! Bist du? Ah, da! Ah! Ach ja. So kurz das gegen Wesker, aber jetzt wird es immer länger bei Jill. Ja, so ungefähr. Nur leider kann man das bei Jill nicht probieren. Die ist halt so schlau und hält die Waffe und hält die Rakete fest. Ja, nee, das Problem ist außerdem noch, dass er da drauf geht und wir dürfen sie nicht töten. Mhm. Ich wollte es aber Chris ist ja dagegen. Yes! Ich glaube, Sheva will das ganz recht. Geh hin und schlag. Ich schieß von hier oben aus mal immer die Blendgranaten, die du wirfst, okay? Ich hole mal kurz das Herz Afrika. Mhm.